nämlich in 2. Ja! Geil! Der Hinterhalt. Jetzt gibt's nur ein Jedi. Asajj Ventress, Kapitel 2. Der Hinterhalt. Und nein, ich konnte mir das gerade auswendig merken, also falls ihr euch wundert, warum ich das schon gesagt habe, obwohl es noch nicht im Discord hat. Oh, yes! Jedi-Meister Yoda wurde nach Rugosa entsandt, um die Toitarianer zu überzeugen, die Hilfe der Republik anzunehmen. Jedoch verhandelt Asajj Ventress bereits mit dem toitaranischen König Katunko, in der Hoffnung, dessen Unterstützung für die Separatisten zu gewinnen. Yodas Schiff nähert sich dem Mond, wo Separatistenschiffe ihn schon erwarten. Aber es können auch mehrere Monde einen Planet besitzen. Das ist unlogisch, es kann ein Planet mehrere Monde besitzen. Ja, egal. Oh. Ist das jetzt eigentlich auch schon mit so einem Build-Up-Level? Mit diesem, wo man die Sachen bilden muss? Mit diesem speziellen Modus? Nee, noch nicht. Das kommt erst später. Okay. Aber Yoda haben wir jetzt dabei, das ist geil. Und du hast nur Klonkrieger spielen. Und das heißt übrigens Toidorianisch, du kannst echt nicht lesen. Genau, an den Level kann ich mich auch erinnern. Auch noch erinnern. Der läuft auch ist relativ kurz. Der läuft auch im Hintergrund immer beim Startbildschirm, glaube ich. Nee. Spielst du Yoda und ich einen Klonkrieger? Ja. Oh, ne? Du hast sogar 3 Klonkrieger zur Auswahl. Ja. Und du musst jetzt erstmal diese Triebwerkdüsen abschießen. Die hier? Ja. Mit? Die 4. Mit Zielen. Mit X Zielen. Egal mit welchen. Achso. Oh, so. Ah, du musst X Zielen klicken, um die oberen zu treffen. Oh, so. So, jetzt mit irgendeinem Klonkrieger Haken dran ziehen. Nein. Oh, man kann sowas zerstören. Wusste ich auch nicht. Ah, aber bitte nicht mich dabei zerstören. Sonst geht. Verteidige dich doch. Krabben. Kann man dich töten? Krabben! Warum kann man die Krabben nicht töten? Stimmt, mit denen kann man immer die goldenen Sachen kaputt machen. Machst du das mit den goldenen Sachen bitte immer? Machst du jetzt wieder kaputt? Alter, kam der 4 raus. Aber auch gut, wenn man sich 2 geteilt aufteilt, geht's eigentlich sogar schneller. Stimmt, hier gibt's auch noch solche kleinen am Ende so Speedrun-Missionen, die man spielen kann, wenn man Bock hat, wo man so Charaktere suchen muss. Da hatten wir dieses Level ja auch einmal dabei, das war gar nicht. Falls du dich daran erinnern kannst. Nee, das haben wir, glaube ich, privat gespielt. Naja, aber das gibt's halt hier noch, wenn man das spielt. Wie kann ich den besiegen? Einfach draufschießen. Und ich würde einen anderen Charakter nehmen als seinen schwachen. Und möglichst mich mit denen nicht abschießen. Nehme ich den hier. Aber bei den Kittes kann ich mich nicht abschießen. Gehst du ja hoch mit Yoda? Okay. Komm, darüber kommst du noch nicht? Nee, dafür brauchen wir wieder so einen anderen. Okay, du musst anfangen, hier drauf zu schießen. Bist du plötzlich gerade schießen? Stirbt er nicht jetzt? Nee. Oh, oh. Juckt ihn nicht. Ja, bisschen Krüppelarm. Hm.
Lol. Yoda ist einfach auch so overpowered. Das ist so geil, die Szene. Vor allem mit diesem Kuppelarm. Ich würde zu einem anderen wechseln. Weil er jetzt kuppelig ist? Ja. Ah, da passt er vielleicht zu dir. Und versuch jetzt die Steine hier einzusammeln. Welche? Die Münzen? Die Münzen. Stimmt, jetzt müssen wir immer so einen Typ Arsch alle Münzen, um voranzukommen. Ne? Hab schon wieder die Hälfte der Münzen. Level geht ja echt schnell. Das war die ersten Levels, dachte ich, hab das früher schlechter in Erinnerung. Nicht runterfallen. Lila Münzer! Lila Münzer! Na klar ist der eine Baum, den ich jetzt haben wollte. So. Kam ja richtig viel raus. Nicht was. Aus dem Loch kann ich nicht. Können wir die schon sammeln, diese Viecher? Warte, das sind die da Münze. Vielleicht noch pausieren, wenn er jetzt noch zu lange gehen sollte. Ach, der geht ganz kurz. Das ist gleich schon zu Ende. Da müssen wir ein paar jede schaffen. So. Snack. Oh. Kommt jetzt endlich mal ein Großer raus. Ich komme euch um Yara Jedi. Wenn ich jetzt schon zu weit vorne gehe. Nö. Können wir die 5 einsammeln hier? Ja, klar. Er tötet mich gerade die ganze Zeit. Krabbelt mich die ganze Zeit. Toll. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin gestorben. Ich bin gerade scheiße. Mich gerade Sturm. Ja, genau. Da ist der letzte Stein. Bei mir? Ja. Oh, Junge, ja, logisch. Siehst du nicht? Den musst du auch, zusammen. Nicht runterspringen, nicht runterspringen. Oh, ganz knapp. Das wird echt ganz knapp. Jetzt ein bisschen sammeln, einmal. Wenn du mal die Münzen einsammeln würdest. Und du musst jetzt zu dem mit den Raketen-Dings nehmen. Ja, hier. Ja. Wofür? Da oben das Ding kaputt zu machen. Ah. Und ich sterbe natürlich noch. Ich wollte schon sagen, ich wollte gerade sagen, versuch bitte nicht zu sterben. Und sammle bitte alle Münzen ein. Okay. Oh, schön. Jetzt kommt, gibt's aber noch fünf weiteren. Ja, und das ist so, ja. Kann die nicht angreifen? Kann nur Yoda? Achso, okay. Oh. So.
Warte, nicht an mich drauf schießen. Warte, zieh schon mal auf den, das da oben. So. Jetzt? Ja. Mach doch, Junge! Was kann ich dafür, wenn der Typ vor mir steht? Der scheiß Kumpel hat sich vor mir gestellt. Diese Mizzet. Hier ist kein Ding nochmal, ne? Und schieß. Okay, du hast recht. Der Level ging echt ziemlich kurz. Nur 10 Minuten. Oh Mann. Stimmt. Aber sie flüchtet wieder. Wer freut sich? Na, weil er noch lebt. Der sieht so ein bisschen aus wie Watto. Wer? Wie Watto. Hm, ja. Yoda. Yoda. Und den Rest habe ich aus Versehen übersprungen. Eiklo, okay, das ist unwichtig. 287.000. Ja, haben auch nicht so viele Steine gesammelt. 3 Mini-Kits. 6 goldene Steine. Systemwechsel jetzt freigeschaltet. Und mal schauen, ob jetzt noch Story kommt. Nee. Du sagst nee. Aber es kommt noch Story. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich nein sage. Nein, da ist der blöde Kopf geschüttelt. Das war ja wie was anderes. Cool, dann haben wir schon 2 Level geschafft von der Frau. 3. Ja, mit dem Anfangslevel 3. Also 3 insgesamt. Und 7,1%. Dann haut rein, Leute. Wir beenden jetzt erstmal unsere Aufnahmesession. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Wir hören damit auf, dass ich Johannes töte. Mit einer neuen Aufnahmesession. Bis dahin und tschüss.